Hey, hey, hey und hallo. Einen fröhlichen guten Tag, Abend, Nacht, Nachmittag. Wann immer ihr einschaltet, schön, dass ihr einschaltet bei Brettballett. Ich bin der Sven und das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Es ist Wahnsinn, wir haben heute den 7. Dezember. Gestern war Nikolaus, vorgestern der 2. Advent. Bald ist Weihnachten. Juhu. Naja, und wie es so immer ist, wenn sich das Jahr dem Ende entgegen neigt, ist es Zeit für einen Rückblick. Mehrere Rückblicke. Es ist jetzt die Zeit der Toplisten, was die nächsten Wochen kommen wird. Das ist halt meine Toplisten, Spiele des Jahres. Von Cat wird es eine Topliste geben, ihre Highlights des Jahres, ihre Spiele-Highlights. Und wir fangen heute an mit einem kleinen Special, wo ich mir denke, doch, darüber möchte ich auch gerne reden, gerade nach 20 Monaten Pandemie, in der wir uns ja immer noch befinden. Und das sind trotz allem meine Top 5 Highlights des Jahres, was Events angeht. Denn es ist ja nicht so, dass es ganz so krass war wie 2020, wo ja wirklich alles abgesagt worden ist, wo gar nichts mehr ging, sondern da war schon einiges dieses Jahr und da habe ich mal Top 5 Sachen rausgesucht, die mich richtig begeistert haben. Events, Happenings, sowas in der Art, wo ich sage, die sind mir in Erinnerung geblieben, die werden mir mit Sicherheit auch noch lange in Erinnerung bleiben und da freue ich mich dann auch hoffentlich nächstes Jahr drauf, bei eigentlich schon doch eigentlich fast bei allen Sachen. Deshalb schauen wir jetzt einfach mal rein und wir gehen da einfach mal das Ganze durch. Meine Nummer 5, das ist ein Event von dem guten Boardgame-Digger. Grüße gehen raus, Keule. Und der macht ja regelmäßig seine Digger-Wochenenden und er hat dieses Jahr zum ersten Mal, macht er einmal in NRW, wo er herkommt. Und ich verfolge das immer auf Facebook und da sind dann immer 70, 80 Leute und da wird dann ein ganzes Wochenende durchgezockt. Und ja, mit vielen Leuten durchzocken ist eigentlich schon mal eine geile Sache. So, ist aber auch ein bisschen weit weg, auch wenn ich Kind aus dem Ruhrgebiet bin. Und er hatte dann aber dieses Jahr erstmalig so ein bisschen als Experiment, hatte er so ein Alpenzock gemacht. Und da haben die halt über einen Bekannten von ihm, der auch in der Community ist, Grüße gehen raus, hatte er nämlich einen Kontakt, dass er ja in Österreich eine Hütte gemietet hat. Und das war nicht irgendeine Hütte, sondern die war gefühlt, also nicht nur gefühlt, sondern auch so in echt, am ADW, mitten auf dem Berg, ich glaube 1763 Meter oder so in der Höhe waren es. Und das war auch so eine, oder ist, wir haben sie nicht abgerissen, auch wenn der Digger den Kachelkamin zum Explodieren gebracht hat, ne? Hm. Das ist aber auch eine uralte Hütte, die ist, glaube ich, irgendwie aus dem 19. Jahrhundert oder noch früher. Ich weiß es gar nicht so genau, auf jeden Fall alt. Ich hätte übrigens auch mal die Mails im Vorfeld lesen sollen. Dann hätte ich nämlich auch gelesen, dass da stand, der Herr, übrigens, das Ding hat keine Heizung, sondern nur den Ofen. Packt euch warme Unterwäsche oder einen Schlafsack ein. Ja, die erste Nacht war durchaus kalt, denn wir waren die Ersten seit einer Ewigkeit, die in dieser Hütte wieder drin waren. Und die musste erstmal aufheizen. Und der Event war Ende September. Und ich dachte mir, ja, Ende September, Wetter ist ja ganz gut. Ja, so bei fast 1700 Meter der Höhe ist kalt da oben, muss man sagen. Und es ging von, ich glaube, Donnerstag bis Sonntag war das Ganze. Und es war einfach ein richtig, richtig geiler Event. Denn, also, es hatte mehrere Faktoren. Weil es ein erster Test war, waren es jetzt erstmal nur, ich glaube, wir waren knapp 25 Leute, so den Dreh rum. Aber es war halt auch komplett Selbstversorgung. Also alle haben selbst gekocht und also man hat gemeinsam für alle gekocht, sowohl beim Frühstück als auch beim Mittagessen. Und die Hütte, die war schon so richtig, ja, Jugendherbergs-Flair, aber in noch unmoderner. Aber in einem angenehmen unmodernen. Es gibt halt so Jugendherbergen, so aus den 60er, 70er Jahren, wo man sich denkt, boah, ist das schrammlig. Und oh, hm. Und das war aber irgendwie, das war urig und zwar in einem positiven Sinne urig. Das war zwar echt so, wo man sich umstellen musste, aber die ganzen Anwesenden haben sich super aufeinander eingeschossen und es wurde zusammen Frühstück gemacht, es wurde gekocht, jeder hatte eine Menge Zeugs mit dabei an Spielen. Es gab dann in der Mitte einen riesigen Tisch, da standen dann etliche Spiele. Jeder hatte da seine, weiß nicht, von 5 bis 20 Spielen dabei, sodass wir bestimmt über 100 Spiele da stehen hatten. Bevor wir da auf den Berg hochgefahren sind, ist die komplette Gruppe unten im Dorf in einem Supermarkt einkaufen gefahren. Denn das war schon dadurch, dass man so hoch war und man fast so Serpentinen fahren musste, um da hochzukommen. Das war jetzt nicht, dass man mal einfach gesagt hat, ach, ich fahre mal kurz runter. Das war schon, war schon ein Stückchen. Und da musste man, wie gesagt, auch unbefestigte Straßen hochfahren. Also wenn man ein tiefer gelegtes Auto hatte, dann sollte man
schwierig. Also, aber das war dadurch so cool. Es war so abgeschieden und die Leute haben das super genossen. Und es war im Endeffekt, es gab auch Wanderungen, wo ich ganz tapfer keinen Bock drauf hatte, weil ich wollte einfach zocken. Ich wollte einfach zocken. Und so ging es aber auch anderen Leuten. Und so war es dann tatsächlich, dass man eigentlich den ganzen Tag über, von morgens, wo man zusammen irgendwie den Kaffee gezüchtet hat, bis hin zum Abendessen, einfach gezockt hat. Auf dieser wirklich urigen Holzhütte mitten irgendwo in Österreich auf dem Berg. Und dadurch, dass es so abgeschieden war, fühlte sich das aber einfach nach einer tollen Gemeinschaft an, wo man wirklich viele neue Spiele kennengelernt hat. Jeder hat irgendwie was dabei gehabt, was erklärt worden ist. Dann konnte der das erklären, dann konnte die das erklären und. War richtig, richtig geil und das ist auch nochmal was anderes, als wenn man jetzt irgendwo auf einer Convention in irgendeinem, weiß ich nicht, Jugendheim ist, die Mitte in der Stadt oder am normalen Dorf ist. Ich fand einfach dieses urige, abgeschiedene Flair, auch zu wissen, dass man da so ein bisschen abgeschieden ist, hat eine Menge zu der Atmosphäre beigetragen. Es wird nächstes Jahr auch wieder sein. Ich freue mich da total drauf. Hat auch den Vorteil, dass es für mich hier aus Bayern recht schnell zu erreichen, weil ich war in 1,5 Stunden mit dem Auto da. Das war echt ganz cool. Es hat einfach Spaß gemacht. Die Leute haben gestimmt. Es gab Spiele, wo für jeden was dabei war, über den Black Rose Wars. Aber wir haben dann Brew gespielt. Abgrundtief habe ich da das erste Mal gespielt. Und. Aber auch viele kleine Sachen. Die of the Dead. Und ja, einfach wirklich, wirklich viel gezockt. Ich habe das Wochenende, ich weiß nicht, wie viele Spiele gezockt. Und es war ein richtig cooles Erlebnis. Und ja, für mich ein absolutes Highlight dieses Jahr. Auch, dass sowas gerade nach so einer langen Durststrecke wieder ging. Coole Leute, coole Location. Ich freue mich auf jeden Fall derbe aufs nächste Jahr. Mein Highlight Nummer 4, und das sind jetzt zwei Sachen, die sind sehr nah beieinander, da sie sehr viel auch oder eine gewisse Ähnlichkeit haben. Ich fange allerdings mal mit dem Größeren mal an. Man mag es mir aber nachstehen, dass ich da ja vorbehalten bin, und das ist aber erstmal auf Platz 4, ist die Spiel. Die Spiel durfte wieder sein, natürlich kleiner und mit Regularien, aber sie war wieder und es war einfach wieder toll. Es war toll, viele Leute zu treffen, es war einfach toll, ich liebe es, bei der Spiel drüber zu flanieren, weil einfach so viele Verlage, klein, groß, mittel, dann auch von international da sind. Und auch wenn es dieses Jahr natürlich nicht so international war, wie wir es sonst eben kennen, waren trotzdem viele Verlage da, die man eben nicht so einfach immer sieht. Und das war toll und super viele Leute zu treffen, viel mit euch zu interagieren. Das war einfach wieder richtig schön. Ich habe es schon mal gesagt, ich gehe, glaube ich, seit 1992 oder 93 mit ein, zwei Ausnahmen auf die Spiel. Und auch wenn die Spiel digital letztes Jahr natürlich schon ja irgendwie das Beste aus der ganzen Situation gemacht hat, dann hat man dieses Jahr doch schon gesehen, was einem da gefehlt hat. Wenn ich mir meinen Pile of Shame angucke, da sind auch noch viele Sachen von der Spiel dabei, im Bitoku und sowas. Es war aber einfach geil, wieder quer über die Spiel zu shoppen. Das ist ja immer das Spiele-Mecker für uns Brettspielverrückte. Und ich habe es ja schon mal gesagt, die Spiele in Essen, ich bin Kind des Ruhrgebiets, das ist für mich auch immer ein Stück weit nach Hause kommen. Ich verbinde da ganz, ganz viele Erinnerungen meiner Kindheit und Jugend mit. Auch mit der Spiel, die ich ja, wie schon gesagt, seit Ewigkeiten besuche. Und das war schon einfach wieder ein richtig gutes Gefühl, da zu sein, sich mit euch, mit aber auch mit Verlagen und mit Autoren auszutauschen. Und ich hatte einen Abend dann noch, da war ich dann noch bei den Brettspielastronauten beim Christoph von Better Board Games, wo auch der Thomas dabei war, der Dennis von Brettspieler und mehr und auch der Flo von Get on Board. Grüße gehen raus an alle. Und da haben wir dann auch einen Abend gezockt. Da habe ich letzte Woche auch noch Post bekommen, nämlich vom Landkreis Mettmann, der mir ein wunderbares Knötchen geschickt hat. Und ich bin ja genau einen Stundenkilometer am Fahrverbot vorbeigeschraubt. Das war echt übel. Ich bin dann irgendwann, ich weiß mal, ich habe es aber auch gemerkt, dass ich gebitzt worden bin. Bin nachts um 1 vom Christoph nach Hause gefahren und ich habe echt die Entfernung ein bisschen unterschätzt, weil die Jungs, die haben halt beim Christoph in Bonn geschlafen und dann hieß es, ja, hier, Mensch, kommst du einen Abend vorbei? Das war von Essen dann doch eine Strecke, so knapp 90 Kilometer, so. Naja gut, haben wir aber gedacht, komm, wenn du abends fährst, das geht. Dann bin ich aber abends nach Hause gefahren oder nachts besser gesagt um 1 Uhr, bin dann durch so ein kleines Teilstück von der Baustelle und das war richtig, richtig blöde. Da war ganz kurzzeitig 80 und ich bin da halt mit, und vorher war immer 100 und ich bin mit, ich weiß gar nicht mehr, was es war, 100,
115 durch, dann noch Toleranzabzug und alles. Nee, nicht 115, sondern 105 war es. Dachte aber tatsächlich noch, es ist da immer noch 100, weil es so ein ganz komisches Teilstück war. Und dann habe ich pack, den Blitzer gesehen. Und ich wusste, scheiße. Habe dann direkt auf den Tacho geguckt und habe gedacht, ey, da warst du jetzt 28 drüber. Das könnte teuer werden. Naja, und dann habe ich jetzt letzte Woche einen Brief bekommen, kostet mir hier irgendwie, ich weiß gar nicht, was es sind, 100 Euro. Gab auch ein Pünktchen. Naja, wir Brettspieler sammeln Punkte ja gerne. Na, auf den hätte ich auch verzichten können. Aber tatsächlich ab 26 drüber hätte ich einen Monat Fahrverbot bekommen. Das wäre dann auch nochmal eine Erinnerung der besonderen Art gewesen, auf die ich dann gerne verzichtet hätte. Aber davon ab war das Spiel einfach ein toller Event. 93.000 Besucher waren trotz aller Beschränkungen da und das war einfach cool und ja, ich bin froh, dass es überhaupt stattfinden konnte und freue mich auch schon wieder aufs nächste. Mein Platz 3, ich habe es angekündigt, natürlich ähnlich zu Spiel. Es ist natürlich auch eine Messe, eine Convention. Es ist das Brettspiel-Festival. Es ist die BerlinCon und natürlich bin ich da auch nochmal ganz anders vorbelastet, denn ich bin ja Teil der BerlinCon und wir haben die letzten anderthalb Jahre wirklich viel Blut, Schweiß und Tränen geschwitzt, was das Ganze angeht. Jeder Veranstalter weiß, wovon ich rede. Und wir waren einfach mega, mega happy, dass wir auch zu ungewohnten Zeitpunkt dieses Jahr im September die BerlinCon wieder stattfinden lassen konnten. Und das war für uns einfach ja ein Stück weit auch eine Befreiung, vor allem so eine nervliche Befreiung nach ja 20 Monaten Pandemie. Gut, zu dem Zeitpunkt waren es noch keine 20 Monate, aber trotzdem halt lang genug, anderthalb Jahre fast Pandemie, überhaupt wieder stattfinden zu können. Überhaupt zu sagen, hey, ein Lebenszeichen. Und natürlich war es keine BerlinCon, wie wir sie uns im Idealfall wünschen. Es war jetzt auch keine Veranstaltung, wo wir irgendwie dran reich geworden sind. Also es war eher so eine Veranstaltung, wo wir sagen, hey, wir leben noch und wir überleben und wir geben nicht auf. Und das haben wir bewiesen, denn das war für uns ein Statement und dieses Statement haben wir von vielen, vielen von euch bestätigt bekommen, dass es ein geiler Event war, dass ihr total Spaß hattet. Und wir sagen ja bewusst, die BerlinCon ist das Brettspielfestival und genau das war es halt eben auch. Klar, es war lang nicht die Verlage da, auch nicht in der Masse, wie wir uns das gewünscht hätten, wie es die letzten Jahre waren. Viele Verlage sind halt eben noch auf Sparflamme aufgrund der Pandemie und Einschränkungen gewesen, sind sogar ja immer noch. Viele Veranstaltungen wurden aber auch abgesagt, wie die Spielwiesen oder Hamburg spielt und solche Sachen. Deshalb, wir waren froh, dass wir da überhaupt stattfinden konnten. Aber es war einfach geil, denn was ja auch so ein USP, so ein Unique Selling Point der BerlinCon ist, das ist ja einfach dieses Gefühl des Brettspielfestivals mit den Foodtrucks draußen, aber eben auch mit der großen einen Halle Spielefläche, wo wirklich bei der Game Night bis 0 Uhr gespielt werden kann. Und wir hatten auch, ich glaube, es waren 600-700 Tische hatten wir auch. Die waren auch noch in der großen Halle ein paar, weil wir auch ein bisschen mehr Abstand halten mussten. Und trotzdem, es war so ein geiles Gefühl, wenn man dann zwischendurch mal sich frisch gemacht hat, abends aus dem Hotel in die Hallen gekommen ist und man hat wirklich gesehen, es war kein Tisch frei. Ihr habt alle gespielt. Die Spieleausleihe wurde so mega viel genutzt. Ihr habt eure eigenen Spiele dabei gehabt, Spiele, die gekauft worden sind. Es haben sich neue Runden gebildet, neue Leute haben sich da kennengelernt und das war einfach mega. Ich weiß von vielen, vielen Leuten, die gesagt haben, Mensch, cool, wir haben da Leute kennengelernt, mit denen wir jetzt regelmäßig uns mal treffen. Uns geht's auch so. Wir haben auch da Leute kennengelernt, wo wir sagen, Mensch, mit denen haben wir uns getroffen. Ganz, ganz toll. Ganz liebe Grüße gehen raus an die Brettspiel-Pandas und Melli und Miro, die wir da zum Beispiel kennengelernt haben. Und ganz, ganz toll. Das war einfach richtig cool und einfach ein riesiges Get-Together, Celebrate the Board Games quasi und hat uns persönlich auch einfach viel, viel Kraft und Energie gegeben, dass wir einfach mit der BerlinCon auf den richtigen Weg sind und dass wir sagen, ja, genau das ist es und das haben wir auch euren positiven Worten zu verdanken, dass wir sagen, jetzt erst recht, wir machen weiter, wir geben nicht auf, trotz der schwierigen Lage in einer Pandemie und das war einfach so cool, aber auch viele Blogger-Kollegen, die da waren. Auch da Dennis und Christoph und Thomas, mit denen ich zum Beispiel der Awakened Guest gespielt habe, die krudeste Spielerfahrung, wie sich ein Spiel in meiner Meinung innerhalb einer Partie drehen kann, die ich seit langem hatte. Aber auch viele andere Leute, die Jungs von Meepleporn waren da. Es war einfach sau cool. Der Potti war da. Ich habe schon gar nicht mehr im Kopf, wer alles da war. Es waren viele Leute da. Es war cool. Es war so eins der ersten Male, dass man viele Leute überhaupt wieder getroffen hat nach der Pandemie oder beziehungsweise innerhalb der Pandemie, nach langer Zeit Pandemie. Wie gesagt, vorbei ist der ganze Schissel ja leider noch nicht. Und das war
toll. Es war richtig, richtig gut. Und Grüße gehen raus an den Kron. Nächstes Jahr das Whisky-Tasting wird fortgesetzt. Das war auch ein großer, großer Spaß. Das war auf jeden Fall mein Highlight Nummer 1. Highlight Nummer 2 war etwas, was viel diskutiert worden ist, auch teilweise kritisch, was man auch das vollste Recht so hat, das zu tun. Es war für mich ein kleines Abenteuer, auf das ich mich eingelassen habe, ohne eine große Erwartung zu haben, was mich letztendlich erwartet. Und das war dieses Jahr die Board Game Cruise. Und die Board Game Cruise, die ist auch noch gar nicht so lange her. Das war Anfang November, also ist jetzt fast genau ein Monat. Also noch ist sogar ein Monat. Wir sind am 6. November sind wir losgeschippert von Hamburg aus nach Dänemark. Von Dänemark sind wir dann also richtig losgeschippert zu den Färöerinseln und nach Island und die ganze Route dann wieder zurück. Und die Board Game Cruise, das ist ein Fährschiff, das fährt so oder so, um eben die Inseln mit Vorräten und anderen Zeug zu versorgen, was die benötigen. Und damit sich das Ganze irgendwie finanziell trägt, die standen kurz vorm Bankrott, haben die irgendwann so vor 10, 15 Jahren war es, glaube ich, angefangen, das Ganze für Tourismus zu eröffnen. Ja, und da hat der Veranstalter, der hat vorher schon zwei oder dreimal vorher Crime Cruises gemacht, Krimi Cruises, wo an Bord immer irgendwelche Krimi-Autoren sind und Profiler und Kommissare, ganz viele Krimi-Fans. Und der hat sich gedacht, Mensch, das Ganze wäre doch auch mal spannend als Boardgame-Experiment. Ja, und da waren natürlich einige Leute skeptisch, weil ja, der Nordatlantik im November ist nicht ganz einfach zu bezwingen. Aber wenn wir Brettspieler doch etwas beherrschen, dann unmögliche Dinge zu bezwingen, oder? Und das war ein verdammt großes kooperatives Spiel. Und das war ein verdammt gutes und geiles kooperatives Spiel. Denn der Seegang war vollkommen okay. Er war am Anfang eine Herausforderung, aber es gab sehr, sehr gute Reisetabletten an Bord, die sehr gut geholfen haben und so, dass dann die meisten es auch wirklich, wirklich genießen konnten. Brettspiele sind auch nicht von Bord geflogen und auch das ist wieder so eine Sache gewesen, was ich am Anfang schon gesagt habe, bei dem Alpenzock. Es war im Endeffekt, dadurch, dass man hier auch in einer, in Anführungsstrichen, isolierten Situation sind, also an Bord. Man kann halt schwer fliehen, also es sei denn, man springt vom Bord und schwimmt schnell davon, aber das ist im Nordatlantik nicht zu empfehlen und im November schon erst recht nicht, wo das Wasser sehr kalt ist. Und man saß da einfach zusammen mit, ich glaube, es waren 130 Leute ungefähr und es war einfach so cool. Das war eine Woche lang wie in einer Parallelwelt existieren. Weil man hatte, es gab zwei Seetage und dazwischen hatte man dann immer irgendwelche Stops, wo man auf den Färöerinseln oder Island war und kack die Wand an, sind das wunderschöne Orte von der Landschaft her, von der ganzen Vegetation. Es ist einfach mega, mega schön. Dann waren wir in Island, waren wir noch in heißen Quellen. Und dann aber war es immer dieses Schöne, man ist zurück aufs Schiff gegangen und die Leute haben sofort gezockt. Es gab so viele Orte und Plätze, wo man zocken konnte und das wurde auch permanent genutzt. Und selbst wenn man gesagt hat, Mensch, ich habe jetzt heute keinen Bock auf den Landgang, mir ist kalt oder ich will nicht. Es gab immer Leute, die an Bord geblieben sind und gespielt sind. Und ich werde nie vergessen, wie der Veranstalter, der gute Felix, Grüße gehen raus, mein Lieber, wie der nach dem ersten Tag, glaube ich, zu mir kam und der kannte bisher nur seine Crime Cruises und sagte, ey, ich bin total schockiert, also im positiven Sinne schockiert und baff, sagt er, ich bin bei der Crime Cruise, bin ich gewohnt, dass die Leute immer den ganzen Tag über Programm haben. Die Leute sind jetzt gerade, also die sind nach dem Einchecken, die waren 5 Minuten auf ihrem Zimmer und sofort waren alle Restaurants oder Cafés voll und die Leute haben ihre Brettspiel ausgepackt. Sagt er, ich dachte, ich muss jetzt irgendwie Programm machen und der war total konsterniert. Also wir Brettspieler sind nicht nur coole Leute, sondern auch sehr selbstständige Leute, wie man daran merkt. Und es gab trotzdem abends immer ein nettes kleines Programm, beziehungsweise man konnte eben auch Tagesausflüge buchen, wie diese heißen Quellen. Gott, war das gut. Aber es gab halt auch sonst abends immer Programm. Der Hunter war dabei und hat da mal ein Panel gemacht. Ich habe mal ein Panel gemacht. Markus und Inka Brandt waren dabei. Hat mich sehr, sehr gefreut, die beiden mal persönlich kennenzulernen. Und ich werde mich jetzt dann doch mal an Exit spielen im Urlaub wagen, damit ich da auch mal mitreden kann. Das Würfel und Zucker war aber auch dabei. Und das war einfach richtig cool. Ich habe so viele
geile Erinnerungen an Spiele, sei es an Abgrundtief in diesen Alkoven oben in der Skybar, sei es aber auch an einen geilen Abend mit Dubious, ein Spiel, was ich ja gerade sehr feiere, was nächstes Jahr erst rauskommt, was wir mit dem Würfel und Zucker und dem Brands gespielt haben, was einfach mega lustig war. So viele andere Sachen. Ein Abend wurde ich von den weißen Russen überfallen, die es nämlich in der Happy Hour an der Bar gab und ich bin hart abgestürzt. Ich habe mich nicht daneben benommen, aber ich sag mal, Seegang und Alkoholismus auszugleichen. Also es war auch der einzige Abend, wo es mir so ging, wo ich gedacht habe, komm, oh, heute Abend Happy Hour und die White Russians sind gut. Puh, holy moly, das war schon etwas anstrengend, aber es war super lustig. Also sehr viele Leute kennengelernt, mit ganz, ganz vielen Leuten gesprochen, gespielt, gefeiert, zelebriert, genossen. Das war einfach, wie gesagt, eine Woche lang Paralleluniversum. Die Boardgame Cruise wird auch nächstes Jahr wieder im November sein. Ich werde aller Voraussicht nach auch wieder dabei sein, weil ich gesagt habe, ey, es hat sich da einfach auch so eine Gemeinschaft gebildet. Und ich weiß von ganz, ganz vielen, die auch gesagt haben, wir sind definitiv auch wieder dabei, weil... Ja, es war einfach schön. Es war einfach richtig, richtig schön und ja, für mich ein absolutes Highlight, was für die Ewigkeit in meiner Erinnerung bleiben wird. Also das kann ich definitiv sagen. Toll. So, last but not least, mein Highlight Nummer 1 und das war etwas, was ja im wahrsten Sinne des Wortes ein Herzensprojekt von mir war. Und das war im April der Charity-Stream. Und da war auch der Hunter dabei, die Cat war dabei, die Rita war dabei und der Thomas war dabei. Und fühlt euch alle ganz, ganz dolle gedrückt, denn auch ohne euch wäre dieser Event nicht das gewesen, was er am Ende war. Wir haben im Endeffekt hier Spiele versteigert für den guten Zweck, die ich über Monate gesammelt habe. Ursprünglich war der Charity-Stream früher geplant, ist dann aber durch die Pandemie und alles nicht stattgefunden. Und ich habe ganz am Anfang, hatte ich mal geplant, Mensch, ich muss hier ein bisschen meinen Keller leer kriegen. Ich versteige einfach Spiele für den guten Zweck, die ich raushau. Und ja, das ist dann irgendwie so ein Selbstläufer geworden. Also da ist dann irgendwas passiert und das auch dank euch, dass ganz viele Leute mir geschrieben haben, hey, kann ich dir Spiele schicken? Bitte versteiger die mit. Ich möchte dir die Sachen rüberschicken, damit du die für einen guten Zweck versteigerst. So, und das hatte zur Folge, dass mein Keller, der eh schon zu voll war, nachher noch voller war und dadurch, dass halt eben durch die Pandemie der Charity-Stream ausgefallen ist, war dann der Keller irgendwie über Monate voll. Cat ist durchgedreht, ich auch fast. Und wir dachten uns, boah, scheiße. Und dann war es aber im April endlich so, nicht im April, Entschuldigung. April ist ja nämlich nächstes Jahr, dazu aber gleich noch mehr. Im Juni war es, glaube ich. Nee, oder was? Mai? Mai, Juni? Irgendwie sowas. Auf jeden Fall, wo man sich wieder seriös treffen konnte. Und oder Juli. Mai, Juni oder Juli. Seht ihr, ich habe schon wieder kein Gedächtnis, weil die Zeit, die rast irgendwie, da verliert man das Zeitgefühl. Naja, und auf jeden Fall hat sich dann so viel angesammelt und wir dachten uns, boah, shit, fuck. Ja, und dann haben wir halt, war dann sogar noch so naiv und habe gesagt, ja, lass uns doch ein cooles Programm machen, dass wir inzwischen auch live zocken und sowas. Und Thomas guckte mich schon an und sagte, ja, ja, du weißt, wie viele Spiele das hätte ich. Ah, es geht bestimmt ganz schnell weg. Ja, okay, I was wrong. Aber es war geil. Wir haben 8 Stunden am Stück gestreamt. Es waren immer 2 Leute vor der Kamera. Wir haben immer komplett durchrotiert, sodass jeder mal mit jedem vor der Kamera saß. Mal öfters, mal weniger. Andere haben Kisten gepackt. Wir haben 50 Kisten versteigert. Wir haben über 300 Spiele rausgehauen. Wir haben 12.000 Euro für das Haus Atemreich zusammenbekommen. Ein Haus, wo Kinder leben, die nicht alleine atmen können und sonst ja ihr Leben im Krankenhaus fristen müssten. Und da in diesem Haus wird sich darum gekümmert, dass die auch eine pädagogische Betreuung bekommen, vernünftig lernen können, so vernünftig und normal wie möglich aufwachsen können. Und da haben wir das Geld hingespendet. Das war so süß. Ich habe mit der Dame, ich habe im Vorfeld gefragt, ob das für die okay ist, weil wir sagen ja nicht einfach hier, sondern haben das halt gesagt, weil wir auch den Namen nennen wollten und sagte sie ja. Und dann sagte die Dame, ich weiß nicht, wie alt sie ist, ich habe das immer nur telefonisch gehabt, aber ich vermute irgendwie vielleicht so um Ende 40, Ende 50, irgendwo in der Region von der Stimme, ich kann auch komplett falsch liegen, also so wirkt es. Und dann sagte sie, ja, Brettspiele, wir kennen ja auch sowas wie Monopoly, also der Klassiker. Was glauben Sie denn, wie viel da zusammenkommt, wenn ich fragen darf?
Und ich wusste es wirklich nicht. Ich hatte die totale Sorge, als wir mit dem Stream angefangen haben, dass das alles Ladenhüter wären und ihr dann sagt, ach hier Mensch, eine Kiste, 5 tolle Spiele drin, ja, 15 Euro mehr zahle ich nicht. Also ich weiß es halt nicht. Ich kenne halt Roberts Restaurant, wo die Leute halt ein Vermögen für kaputte Spiele zahlen. Bei uns waren sie halt höchstens mal gebraucht, aber noch nicht vom Gabelstapler überfahren. Naja, und ich wusste es wirklich nicht. Und dann sagte ich zu der Dame, ja, wir sind froh, wir kalkulieren, wenn wir jetzt in vierstelligen, vielleicht ja, irgendwo vierstellig landen. Wo ich mir gedacht habe, ja, ich sage jetzt bewusst nichts. Unser Ziel war, wo ich gesagt habe, Mensch, ich wäre happy, wenn wir dann so 4.000, 5.000 Euro zusammenbekommen. Das wäre für uns ein Erfolg gewesen. Also für mich dann erstmal. Und dann hatte ich dann mit der Dame danach gesprochen und dann sagte sie irgendwie, ja, und wie war es? Ja, ist leider, nee, ich habe nicht leider gesagt, ich habe gesagt, ist nicht vierstellig geworden. Und ich, ja, aber wir freuen uns aber, es ist fünfstellig geworden. Und man hat gemerkt, wie wirklich, es war stille am Telefon und irgendwie so ein Kloß. Und die war dann überglücklich und die sagte dann, dass sie davon so viel machen können. Sie können für dieses Jahr eine Halbtagsstelle schaffen und. Sie haben wieder ganz viele Möglichkeiten und also ich kriege jetzt noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Das war echt richtig, richtig toll und ja, es war magisch und es hat uns einfach sehr, sehr gefreut, dass wir das tun konnten. Wir werden nächstes Jahr auch mit demselben Team voraussichtlich, vielleicht kommt noch jemand dazu, das sind wir gerade am Plan. Nach aktuellem Stand wird es im April den nächsten Charity-Stream geben, dazu dann aber im neuen Jahr mehr, auch wenn ihr euch wieder beteiligen wollt. Ich mache das nur bewusst ein bisschen kurzfristiger. Ich weiß, mich haben schon die einen oder anderen angeschrieben, dass sie mir Sachen schicken wollen. Sehr, sehr gerne, aber bitte seht es mir nach, bitte nicht jetzt, weil wir sind ja gerade eh im Teilumzug und ich habe hier eh schon viel zu viel rumstehen. Und wenn ich jetzt Sachen hier habe, no way, also das ist einfach brutal. Also seht es mir nach, auch wenn ich da noch nicht geantwortet habe. Bei mir ist gerade echt sowohl von der Arbeit als aber auch organisatorisch, wie gesagt, mit unserem Teilumzug hier, gerade Land unter. Wir gehen das ab, ich denke mal, Mitte, Ende Januar an. Wir werden dann auch announcen, wann der im April sein wird. Und wie gesagt, dasselbe Team. Es kommt noch hoffentlich jemand dazu. Das sind wir gerade am Plan. Und da werden wir auch für den Kinderhaus wieder sammeln im Ahrtal, weil wir halt einfach sehen, das Ahrtal, wo die schreckliche Flutkatastrophe dieses Jahr war, das wird jetzt auch, wo es medial immer mehr verklungen ist, die Leute werden da leider mehr zum großen Teil vergessen. Und da gibt es auch viele Kinderhäuser, viele Einrichtungen für Kinder, die alles verloren haben, die wirklich, wo die Kinder es aber dringend benötigen, diese Betreuung und diese Hilfe zu haben. Und da werden wir was machen. Wir sind da mit 2, 3 Einrichtungen im Gespräch. Ich bekomme da auch noch, habe da auch ein paar Kontakte, nicht direkt im Ahrtal, aber Leute, die da Leute kennen. Also, dass wir auch wissen, das Geld geht dann direkt in die Einrichtung. Weil auch das war mir sehr, sehr wichtig, das Geld nicht an irgendeine große Organisation zu spenden, wo man dann nicht weiß, wie das wo verteilt wird. Ich will da keinem was nachsagen, um Himmels Willen. Aber mir ist es wichtig, dass das Geld direkt genau da landet und von unserem PayPal-Konto direkt auf das Konto der Organisation geht und wir wissen, da ist es dann. Also das ist uns auch sehr, sehr wichtig und das halt sehr transparent, dass es sehr transparent gestaltet wird. Da freuen wir uns drauf. Das waren meine 5 Event-Highlights des Jahres, trotz Pandemie. Wie gesagt, es ging dieses Jahr dann doch deutlich mehr als letztes Jahr und ich hoffe, dass nächstes Jahr nochmal wieder ein Stück weit besser wird, wenn wir jetzt den Winter überstanden haben und ja, hoffentlich nicht die nächste Killer-Mutante XY kommt. Ich bleibe optimistisch, ganz ehrlich, weil alles außer Optimismus bringt uns ja auch gerade nicht weiter und macht die Situation sowieso nicht besser. Also von daher, ich freue mich jetzt erstmal auf den Weihnachtsurlaub, auf unseren, wie gesagt, kleinen Teilumzug und auf ganz, ganz viele tolle Events nächstes Jahr, vor allen Dingen auch mit euch. Gemeinsam zocken, gemeinsam rocken, gemeinsam quatschen, gemeinsam ja einfach die Szene leben und genießen und ja, das wird, glaube ich, wieder ganz großartig und da freue ich mich drauf. Schreibt gerne in die Kommentare, was waren eure Highlights, was waren Events, die euch wirklich dieses Jahr total begeistert und berührt haben und in Erinnerung geblieben sind. Freue mich da auch, viele Kommentare von euch zu lesen. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut, bleibt gesund, passt auf euch auf. Wir sehen, hören, riecht uns, macht's gut, bis bald, danke und tschüss.